Am 19. Juli 1898 wird in Berlin Herbert Marcuse geboren, einer der wenigen Philosophen unserer Zeit, die auf diese starken und vor allem praktischen Einfluss ausgeübt haben. Marcuse beginnt seine Studien der Philosophie zusammen mit Bloch, Adorno und Benjamin. Seine Studienzeit in Berlin fällt mit dem Untergang der deutschen Sozialdemokratie und dem Scheitern des Spartakusaufstandes zusammen. 1919, nachdem diese Arbeitererhebung blutig unterdrückt worden ist, verlässt Marcuse die Sozialdemokratische Partei, der er bislang angehört hat. Diese Entscheidung ist auch einer der Gründe für seinen späteren Skeptizismus gegenüber den Institutionen. Eine Einstellung, die man in seiner späteren Kritik an der westlichen Gesellschaft und dem russischen Marxismus wiederfindet. Von Berlin geht Marcuse nach Freiburg, wo die Philosophen Husserl und Heidegger unterrichten. Das Aufkommen des Nationalsozialismus zwingt ihn, sich nach Genf in die Schweiz zu begeben. Dort arbeiten Adorno, Horkheimer und Marcuse an einer Studie über Autorität und Familie. Das ist eine Erfahrung, die sein Interesse an der Soziologie und Psychologie fördert. 1934 beginnt für Marcuse die Zeit des Exils in den Vereinigten Staaten. Sein Zusammentreffen mit diesem Land gestaltet sich stürmisch, wie die Werke und Publikationen dieser Jahre zeigen. Bald beginnt für den Berliner Philosophen ein zweites, inneres Exil, in das ihn die Mehrheit der amerikanischen Professoren wegen seiner radikalen Theorien verbannt. Breite, wenn auch problematische Anerkennung erlebt Marcuse erst als Philosoph der Jugendrevolution der 60er Jahre. Seine Bücher finden sich auch in der Bibliothek des Rudi Dutschke und die Neue Linke in Amerika macht aus ihm durch einige Jahre eine Kultfigur. Die erste kritische Auseinandersetzung mit der technisierten Kultur unserer Zeit erfolgt jedoch schon im Jahre 1941 in dem Buch Vernunft und Revolution. Darin schlägt Marcuse die Wiederbelebung der Hegelschen Dialektik vor, indem er sie auf moderne Weise anzuwenden versucht. Die folgenden Jahre sind durch Lehrtätigkeit gekennzeichnet. Von 1942 bis 1945 arbeitet Marcuse sowohl mit dem OSS, einem amerikanischen Geheimdienstbüro, als auch dem russischen Institut der Columbia-Universität zusammen. Außerdem wirkt er an der Universität von Harvard. 1956 erscheint sein zweites Erfolgsbuch, Triebstruktur und Gesellschaft, eine philosophische Analyse der Freudschen Theorie. Marcuses einflussreichstes und bekanntestes Werk ist aber zweifellos Der eindimensionale Mensch. Das Buch gibt 1968 den Anstoß zu den ideologischen Folgerungen der Studentenbewegung. Marcuse entwickelt darin seine Kritik an der Industriegesellschaft in einer linearen und erklärenden Form. Er analysiert Tendenzen des Kapitalismus in Amerika, die deshalb zu einer geschlossenen Gesellschaft führen, weil sie alle Beziehungen des Einzelnen im privaten und öffentlichen Leben unterbrechen und verhindern. Hoffnung auf einen qualitativen Sprung sieht Marcuse nur in den Folgen der Automation und einer tiefgreifenden Aufklärung des entwurzelten Menschen. Sein Werk hat zu mehr oder weniger legitimen Spekulationen Anlass gegeben. Obwohl er ein sehr moderner Philosoph ist, wird Marcuse paradoxerweise selbst Opfer falscher Auslegung und falscher Information durch jene Massenmedien, die er in seinen Werken kritisiert. Herbert Marcuse stirbt im Juli 1979 in Starnberg.